Hallo und herzlich willkommen zu einem Spezial. Ja, heute nicht in unserer normalen Schleife für GOBTV oder für unsere Spielpräsentationen. Wir zeigen euch heute ein Extraspiel, was heute gelaufen ist. Ja, es ist sogar heute erst gespielt worden. Es spielt die Blue Man Group gegen das Krebsgeschwader. Der amtierende Meister spielt gegen den derzeit Liga-Führenden. Die Blue Man Group, bei denen geht es heute um alles. Denn ihr Konkurrent, Wolf Dislike, hat ein Unentschieden gespielt. Das bedeutet, ihr Blue Man Group reicht ein Sieg über Suaron, um den Meistertitel schon am Tag vor dem offiziellen Ende zu kriegen. Dann ist das letzte Spiel nur noch Kür für ihn, wo er auf seinen dichten Verfolger Wolf Dislike trifft. Wolf Dislike sitzt sich ja jetzt zu Hause und drückt sich die Daumen, dass Suaron es endlich einmal diesen Ratten zeigt. Keiner konnte diese Ratten diese Saison stoppen. Mir zur Seite steht mein treuer Wegbegleiter Azent. Hallo Azent. Hallo Zadona und hallo liebe Zuschauer. Ja, auch ich bin gespannt, was das Spiel der Spiele heute für uns zu bieten hat. Für den einen geht es um nicht weniger als die Meisterschaft und für den anderen um seine Ehre als noch viel, agitierender Meister. Noch viel schlimmer. Der alte Fluch ist auch auf ihn gelastet. Wie jeder Meister der letzten zwei Saisonen ist er auch im Abstiegskampf gefangen. Er braucht den Sieg. Er braucht wenigstens ein Unentschieden. Für Suaron geht es hier um alles. Und Suaron ist einer der erfahrensten Plattbutt-Spieler unserer Liga. Er spielt auch sehr aktiv in der DBL und in anderen Ligen. Also Suaron, totalen Respekt. Er spielt auch Tabletop. Deswegen super Spieler gegen Sandmännchen, den jungen Herausforderer. Den Mann, der seine Spieler beflüstert, der Spielerflüsterer, wie ich ihn nenne, fast mit einem Durchmarsch durch die Sache durchgekommen. Vielleicht singt er auch noch kleine Lieder, man weiß es nicht. Und wir fangen an. Dann dieses Spitzenspiel, die Fans sind natürlich sauer. Sie sagen, wir wollen hier weniger Zeit haben. Randale. Das bedeutet, beide Mannschaften verlieren einen Zug. Nur noch 15 Züge zu spielen. Und ich weiß auch nicht, ob vielleicht Sandmännchen mit dem Gedanken gespielt hat, absichtlich zu verlieren. Denn sollte er Meister werden, ihn der Fluch nächste Saison treffen. Uiuiui, das wäre kein gutes Vorzeichen. Und wir sehen natürlich jetzt hier. Vorwärts, gehörnte Krieger. Knochenbrecher, bam. Und Glockenblume, die zweite, ist raus. Erster Block, erster K.O. Das ist ein Anfang. Mich wundert das. Also ich hätte jetzt bei einem Spieler wie Suaron zuerst erwartet, dass er den Ball sichert, bevor er anfängt zu blocken. Aber so hat er den ersten Block gesetzt und danach erst den Ball gesichert. Okay. Suaron will gewinnen. Und Suaron hat hier wirklich seinen Titel zu verteidigen. Und dort rennt ein Zombie rüber. Man sieht, wenn ihr das mal seht, drei Ersatzspieler auf Rattenseite, zwei Ersatzspieler auf Nörgelseite. Und hier wird weggeräumt. Wieder nach hinten geschoben mit den Hörnern. Und Suaron hat sich noch beim Shoppen den Magier gegönnt. Ja, hier. Und ihr kennt das Team von Suaron. Diese Bestie ist eine der härtesten dieser Liga. Profi. Unterstützen. Und Mauerblümchen ist raus. Oh, da hat er wohl nicht fest genug getreten. Und genau, das hat der Schiedsrichter ihm dann nicht verziehen. Nee, weil es einfach viel zu liebevoll war, weißt du? Aber hast du dir diesen mächtigen Spieler angeguckt? Mal die Bestie. Knochenbrecher, ja. Es ist alles drauf. Astrozyturm ist wahrscheinlich eine der gefährlichsten Bestien hier bei uns in der Liga. Und mit, ich glaube, das sind zwei Double, ja doch. Das sind sogar zwei Doubles, die er geworfen hat. Einfach unglaublich. Und hier, liebe Zuschauer, zeige ich euch der mit dem Blitz. Vergiss mein nicht. Ist der erste Spieler seit Bestehen der Blood Bull Liga nun in der großen, mächtigen Season. In dieser Season, der ist durch. 184 SSP, mehr kann man nicht verdienen. Es gibt keine Punkte mehr. Er hat das Maximum erreicht. Ja, liebe Erstliga-Coaches. Ihr habt mich diese Saison allesamt enttäuscht. Wie konnte das nur passieren? Die Jagd auf diesen Spieler ist eröffnet und ich hoffe, dass er schnellstens in die ewigen Jagdrunde eingeht. Ich habe letztens mit dem Beichtvater des Rattenteams gesprochen, dem bösen großen Rattenbeichtvater,
Und dieser Beichtvater hat mir gesagt, dass Vergissmeinnicht sich noch auf zwei schöne Saisonverteidigungen seines Titels freut. Er will das Team bis zum Ende durchspielen und wird noch zwei Saisonen den Meistertitel dann holen. Das sind seine Worte. Er will nicht einen einfachen Sieg haben, sondern will einmal einen Double zeigen und dann vielleicht sogar den Triple-Sieg in der ersten Liga. Oh, ob er das schafft, da bin ich mal gespannt. Ich glaube, es werden viele Herausforderer auf Sandmännchen und sein Team warten. Denn ich habe, wenn ich mir auf die Tabelle schaue, dann kommen da sehr, sehr viele starke Teams hoch und Trainer mit großen Ambitionen. Absolut. Absolut. Ihr seht jetzt hier, wird natürlich sichergestellt. Und jetzt wieder ein Blitz. Oh mein Gott, hast du das gesehen? Zwei Köpfe, zwei Köpfe, zwei Köpfe, Blitz nach hinten. Bam! Was ist das für eine Ratte? Das ist... Und Tackle hat gewirkt. Bam! Sepsis 2 ist raus. Sepsis 2 ist raus. Und dann scheitert die Ratte am Go-Point. Ich geh kaputt. Ja. Ah! Aber alles hat doch vorher geklappt. Alles hat geklappt. Aber wird sich beim zweiten... Guck mal, Wiederholung. Ich bin raus. Und was ich toll finde, ist dann, dass sogar es ein Chaoskrieger schafft, den Ball zu fangen, ne? Mit Gewandtheit 2. Ja, klar. Das ist in diesem Spiel. Aber ihr seht, diese Benennung in Suarons Team, die habe ich mir jetzt auch angewöhnt. Er hat einmal eine schöne Benennung gemacht. Und wenn die sterben, kriegen die eine Nummer. Sandmännchen macht das aber auch so. Ja, das mache ich auch so, weil ich finde das toll. Schönes Konzept beibehalten. Ja, ich mache das anders. Dadurch, dass ich halt einfach total verpeilt meine Namen vergebe, muss ich dann Geschichten konstruieren und... Warum manche doppelt da sind, warum du die geklont hast, ich weiß. Also ich habe ihn mal gefragt, warum er doppelt drin hat, aber wir jetzt wieder zurück zum Spiel. Wir erwarten hier natürlich einiges. Gewürmliches Ferkelkraut ist gelähmt. So, und jetzt seht ihr natürlich, wie hier geräumt wird, ne? Die ja, man sieht, dass Suaron sich durch die Reihen der Ratten tankt und eine Ratte nach der anderen vom Platz. Das ist halt das, was man erwartet. Viele K.O.s. Also man muss sagen, dass Sandmännchen an dieser Stelle bisher echt Glück hatte. Es hätte auch anders ausgehen können bei 3 K.O.s. Ja, aber wie gesagt, er würde nicht auf Platz 1 der ersten Liga stehen, wenn Naffel nicht sein Freund wäre. Ich habe schon gehört, dass dieser Beichtvater des Rettenteams öfters mal Naffel Geschenke macht und mit ihm zusammen singt und predigt. Ach, ist das so? Ja. Das sollte ich vielleicht auch mal probieren. Ich habe doch immer gedacht, dass Team Shield Atheisten sind. Tut mir leid, Cast for Galore. So. Deswegen hasst dich Naffel auch so. Und da sehen wir schon wieder diese Ratte. Ich liebe diese Ratte. Ich liebe sie wirklich. Der kriechende Hahnenfuß. Zwei Köpfe, zwei Köpfe. Ob Red Dice, Half Dice, One Dice oder irgendwie anderes. Der macht das einfach. Dann wird der Ball aufgehoben und da schlägt Tackle zu. Ja, und guck mal, dieser Knöchelbruch, das war ihm auch egal. Da hat er den Spieler niemals ausgetauscht. Aber gut, 81, ne? Ist nur Bewegungsreichweite und 81 SSP sind 81 SSP. Aber hier seht ihr wieder die schöne Fähigkeit Tackle. Ich liebe sie. Tackle ist eine meiner liebsten Fähigkeiten. Und endlich habe ich mein Team, wo Tackle wenigstens die meisten Spieler haben. Fuh. Aber jetzt und da seht ihr, kriegt die Ratte das jetzt wieder alles ab. Shit an 3 Chaos, an 2 Chaos. Ja, aber erster Schlag und es macht nicht viel. Ausweichen. Bam. Jetzt sagt es jetzt. Was ich bei Suron so stark finde, sind seine 2 Pestigoren mit Mighty Blow, Tackle und Pylingon. Ja, sicher. Hoffentlich sehen wir die heute auch mal im Einsatz. Einen schönen Pylingon will ich sehen. Aber ihr seht, liebe Zuschauer, wir mussten diesen Sonderbericht senden. Der Arzt und ich haben gesehen, die haben heute Mittag geheim gespielt oder Vormittag. Und als der Arzt und ich vorhin von der Arbeit gekommen sind, haben wir natürlich gesagt, das geht nicht, ne? Den müssen wir einen reinwürgen. Und deswegen machen wir dieses Spiel und zeigen es euch heute Abend auch noch live auf unserem Kanal. Oh oder nein, und da schlägt es auch blöd zu. Zerquetschen. Ich auch 2 Einsen miteinander. Du bist wieder eine Sekunde vor mir. Bitte kurz Zeit. Pause machen. Jetzt sehen die zu Profi viel geschlagen, ist auch blöd. Okay. Er ist wirklich dämlich gerade, diese Bestie. Und jetzt sind wir wieder da dran. Aber man muss festhalten, dass
eine Doppel-1 in dieser Kombination das Beste ist, was einem passieren kann. Denn ja, bei jedem anderen Team wäre das wahrscheinlich ein Turnover gewesen. Ja. Aber so. Nö, ist kein Fall. Konnte es für Suaron weitergehen. Melanom ist raus. Oh, meine Güte. Aber jetzt, was ich halt nicht verstehe, ist, er ist jetzt der Profi. Aber warum steht er nicht zuerst auf mit Zweien, wenn er hinten schon blitzt? Er lässt die Leute ja einfach liegen. Ja, das verstehe ich gerade auch nicht. Aber vielleicht hat er irgendwas mit diesem Gossenläufer geplant. Was genau, weiß ich jetzt nicht. Naja, gut, aber so viele sind das nicht mehr, die er zum Plan hat zurzeit. Das stimmt. Und guck mal jetzt. Krass. Ah, ich liebe die Animation der Bestie. Schlürf, schlürf, schlürf. Und jetzt fängt es an. Die Bestie ist sauer. Sie schlägt zu. Bam. Und Pfeilchen hat ein Pfeilchen. Seht ihr, wir haben in der letzten Zeit ja viele Läuferspiele gezeigt, was ihr auch auf dem Kanal die nächsten Tage sehen werdet. Wir haben ein Vampirspiel noch im Vorlauf. Das kommt nächste Woche Dienstag. Da freue ich mich riesig drauf. Dienstag oder Mittwoch. Ich bin mir nicht ganz sicher, wann die Kari das reinsetzt. Wir haben noch ein Spiel, das morgen oder übermorgen kommt. Auch ein sehr schönes Spiel. Hochelfen gegen Dunkelelfen aus der ersten Liga. Da freuen wir uns auch drauf. Aber dieses Spiel hier ist natürlich das Brutalste, was ich mir erwartete. Hättest du erwartet, dass die Ratten so brutal sind zu Nörgel? Nein, definitiv nicht. Ich meine, klar hat Sandmann zwei gefährliche Spieler in seinen Reihen. Vor allem sein Vergissmeinnicht ist auf jeden Fall einer der mörderischsten Spieler in der ganzen BBL. Aber dass er so lange Paroli bieten werden kann, mir hätte ich nicht gedacht. Vielen Dank. Und ich muss auch sagen, sein anderer Spieler ist für mich momentan der Star, kriechender Hahnfuß. Also was der Spieler bis jetzt schon geleistet hat, ist einfach unglaublich. Er hat zweimal den Gegner vom Ball getrennt. Wir haben übrigens eine Beschwerde erhalten, lieber Arzent. Wir beide als langjährige Moderatoren von GobTV haben eine Beschwerde erhalten von Oma Gobbo. Die sagte, in der letzten Zeit gibt es zu wenig Tote für die Suppe. Ich hoffe, in diesem Spiel passiert noch etwas. Oh ja, das hoffe ich natürlich auch. Doch, naja, eventuell müssen wir auch nochmal Nuffel beten, dass er uns dann gnädig ist. Und Nuffel. Auch Oma Gobbo mit den entsprechenden neuen Fleischlieferungen. Dann. Ja, so. Ich hoffe ja, dass eine Ratte heute noch verreckt. Nicht böse nehmen, liebes Sandmännchen, aber ja, irgendwann muss was sterben. Ich hätte da auch zwei Kandidaten im Angebot. Wie wär's mit Vergissmeinnicht oder kriechender Hahnfuß? Ja, die sind nicht so gut. Die kann er verlieren. Die kriegt er schnell ausgeglichen. Genau. Die braucht auch gar nicht für sein Spiel. Ich glaube, die beiden könnten ein Spiel alleine entscheiden. Was ich mir gerade überlegt habe, dass kriechender Hahnfuß, aber auch Vergissmeinnicht genauso viel wert sind wie dein und mein Team zusammen. Jetzt siehst du mal, wie overpowered das Team ist. Nein, Quatsch. Der entscheidet alleine Spiele. Schon wieder einer K.O. Wir sind noch nicht so weit, liebe Zuschauer. Da ist der Arzt wieder ein Stück vor mir, aber das kriegen wir hin. Aber ich hatte es doch Pause. Nein. Ja, stirb, Basilium. Und, guck mal, er kommt nicht wieder. Oh nein. Wie mutig mein Lieblingsspieler ist. Das ja, gewöhnliche Ferkelkraut. Guck mal jetzt. Ich komme auch noch! Zwei Köpfe. Das ist so eine geile Mutation, oder? Da muss er aber auch ein Double für würfeln, ne, oder? Ja, definitiv. Auch für Hörner. Das heißt, dieser Spieler hat mindestens zwei Double geworfen. Der kriechende Hand. Und jetzt und der andere Gossenläufer mit zwei Köpfen. Als alter... Oh, da haben wir es. Guck mal, was du gesehen hast. Zerquetschen. Und wir haben einen Verletzten. Wie wir es gewonnen haben. Ja, endlich mal. Zeit. Ah, endlich. Ja, aber du siehst jetzt... Was hat er denn bekommen? Die Hand ist zertrümmert vom Studentenfutter. Studentenblume. Entschuldigung. Und da klappt
Der Block. Gewandtheit. Und Tackle, fliegender Tackle. Wieder eine Fähigkeit, die etwas seltener ist. Liebe Zuschauer, ich blende aber sie euch. Bei dem Spieler macht ja auf jeden Fall Sinn. Schau dir mal an. Dieses Gossenläufer hat Blotch. Ja. Und Sidestep. Damit kann er quasi, solange kein Power kommt, immer um den Gegner herum tanzen und nerven. Guck mal, aber jetzt. Gerade beim Ballträger. Aber du siehst jetzt, beide Seiten setzen jetzt alles ein, was sie haben. Beide haben jetzt zum ersten Mal Zerquetschen eingesetzt. Jetzt siehst du einen Pass nach vorne, würde ich sagen. Oh, und störendes Wesen, aber... Zwei störende Wesen sind es. Ach ja, stimmt. Die Der Liegende gibt ja auch noch störendes Wesen dazu. Das bedeutet einfach die zwei Funktionen. Und deswegen war der Wurf auch etwas erschwerter als normal. Aber die Ratten haben es geschafft, Nörgel abzuwehren. Wir gehen in die zweite Spielshälfte. Da bin ich mal gespannt, wie viele K.O.s wiederkommen. Aber für Wolf Dislike reicht ein Unentschieden. Als direkter Verfolger von Sandmännchen. Und für Suaron geht es hier um die Ehre, ne? Unentschieden oder Sieg. Anders geht es gar nicht, alter Freund. Und natürlich um die Möglichkeit, als erster Vergissmeinnicht gekillt zu haben. Wobei, als erster, das klingt so komisch, denn alle anderen wären dann sowieso direkt schon der Chance beraubt worden. Von daher. Und wir sehen, dass bei den Skaven keiner wiederkommt. Und bei den Nörgel immerhin zwei. So, und jetzt. Jeder vom. Hoher Anstoß, ich glaub's nicht. Jetzt kriegt er auch noch den Ball in die Hand. Das nenne ich natürlich dann auch einen sehr guten Anfang. Ich bin mal gespannt, was... Aber hier seht ihr, da vorne hat das störende Wesen auch geprockt, ne? Also, ihr seht, das störende Wesen prockt natürlich auch beim Anstoß-Event. Ach, das wusste ich gar nicht. Ja, guck mal drauf, hast du sogar angezeigt gekriegt. Ja, das stimmt. Aber bei dem ist es ja eh automatisch, dass er automatisch den Ball fängt. Also hätte es nicht missen können. Aber guck mal. Wieder so ein Angriff und wieder ein Verletzter und ein gebrochener Arm diesmal. Oh mein Gott. Ausgerechnet den. Und da schlägt Regeneration fehl. Eieieiei. Aber wir arbeiten uns jetzt langsam auf den großen Körper zu, ne? Erst wird eine Hand zertrümmert bei den Ratten. Ja. Die revanchieren sich mit einem Arm. Jetzt müsste ja ein Knickbruch kommen. Da schlägt störendes Wesen erneut zu. Ob Sandmännchen das nicht auf dem Schirm hatte da drin? Ich glaube, er hat das nicht auf dem Schirm. Guck mal, das störende Wesen hat hier drei Zonen. Der Ball ist wirklich erschwert wegen der drei Zonen um einiges, um ihn da aufzuheben. Und die Pissnelke. 4-1-1. Dann muss man überlegen, wie oft ist der schon gestorben. 7-mal, das ist die 7. Reinkarnation von ihm. Und jetzt wird eine Person neben den Ball gestellt mit schönen Tentakel. Ich hoffe mal, dass wir, bevor wir irgendwas anderes sehen, erstmal das Foul sehen auf den Star des Revenspielers. Ja, jeden, der liegt, ne? Da so schön. Auch vergiss mal nicht, ich hoffe, der hat das nicht übersehen. Dass er jetzt vergiss mal nicht treten kann. Aber die Option, ihn zu treten, ist in weite Ferne gerutscht. Guck mal. Oh nein. Er tritt nicht drauf. Suaron, ich denke, das war dein Fehler. Das war dein Fehler, lieber Suaron. Du hättest vergiss mal nicht töten können. Jetzt wird er draufgeschoben und dadurch... Jetzt hofft er, dass der Ball richtig scattert. Und Profi fehlgeschlagen. Befreit. Das ist natürlich voll unfair, weil die anderen stehen jetzt für die Skaven die ganze Zeit störendes Wesen brocken. Für die anderen nicht, aber die anderen fangen nicht gut. Das ist halt auch ein Vorteil. Was zur Hölle? Habe ich da gerade einen Skaven-Sprung gesehen? Das erste Mal, glaube ich. Überhaupt. Das erste Mal in meiner gesamten Blood Bowl-Karriere, dass ich gesehen habe, dass ein Skaven springt. Guck mal, was dieser Gossenläufer hat. Springen. Ja, und jetzt... Hätte er sich mal um Vergissmeinnicht gekümmert... Wäre alles anders gewesen, ja. Dann hätte er nicht schieben können. Und Tentakel. Beides mal geprockt. Jetzt muss er hinten blitzen.
Hau auf, vergiss mal nicht, ist verletzt. Und, was langfristiges und. Buh. Nein, wir sind nicht parteiisch. Entschuldigung, Sandmännchen. Aber solche Spieler gehören einfach nicht in die Liga. Wir tun nur das, was sich alle Coaches sich wünschen. Ein faires, blutiges Spiel. Aber jetzt müsst ihr überlegen, wie kommt der hinten noch an den Ballträger ran? Und das wird sehr, sehr schwer. Er hat eine Option. Ja, ich würde sagen 4 plus und 3 plus, Gott. Mhm. Oh mein Gott, die zweite Verletzung. Also jetzt räumt er weg, aber ist es wieder mal, hat er mehr Glück als alles andere. Alle Würden sind ja entweder nächstes Spiel wieder da oder nichts Langfristiges. Ne? Das ist halt auch immer gut, da freut man sich drüber. Der andere kriegt SSP, aber du hast gesehen, beide Dodger haben geklappt, aber nur ein Schieben. Reroll muss kommen, aha, immer nur ein Schieben, an Rand und an Randstellen. Er braucht generell, braucht er da sowieso einen... Pau. Nur ein Pau funktioniert. Das ist ein plotschender, springender... sprintsicherer. Alter Schwede. Man muss aber auch hier bei diesem Spiel sagen, dass es eine Anomalie gibt, denn die Gesetzmäßigkeit aus Murphys Gesetz, dass Blotcher generell immer gepaut werden, die trifft hier einfach nicht zu. Oh, und dadurch, dass kein weiterer dran ist, hinten steht, kann er immer noch eine Runde stallen. Das muss er. Ja, er hat ja kaum noch Spiel auf dem Feld. Und guck mal, wenn jetzt so wenig wiederkommt, wird noch ein Ausgleich machen. Jetzt hat er die Chance noch drauf zu achten. Aber du siehst, ne, er rettet jetzt seine Spieler. Ja. Ich glaube aber, nächste Runde muss er den Touch schon machen. Aber Azint, damit siehst du, wenn man mal gewinnt oder vorne ist, ne, muss man nicht aggressiv sein, sondern man muss auch mal Spieler retten. Nee. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Das ist die Devise der Elfen. Meine Zwerge werden das nicht schaffen. Na gut. Das erwartet auch keiner von den wandelnden Metern. Ich muss nur sagen, dass falls Sandmännchen das macht, er und ich die ersten beiden sind, die in den Pokal eingezogen sind. Ich bin ja Erster in meiner Liga geworden. Sandmännchen wird vielleicht Erster in seiner Liga, wenn er dieses Spiel heute gewinnt. Bla 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 bla. So, nun aber zu dem aggressiven Blitz auf den Gossläufer. Und kommt jetzt das, siehste, endlich kommt das Pau. Murphys Gesetz. Pau. Was statistisch gesehen eigentlich schon längst fällig gewesen wäre. So, und was haben wir noch? Nichts mehr. Und es geht weiter. Und jetzt wird der Touchdown gemacht. Oh, und da schlägt Blitz fehl. Wie? Das ist jetzt, warum hat er diesen Weg gemacht? Er hat einfach diesen Weg genommen, um einfach nochmal ein paar Wegpunkte zu machen für Laufweg. Aber ihr seht jetzt, schöne Cheerleader sind hier. Und jetzt haben wir die Gefahr. Suaron muss mindestens unentschieden spielen, sonst ist er wirklich stark im Abstiegskampf gefangen. Und Sandmännchen, wenn du jetzt hältst deinen Sieg, dann bist du Meister. Nicht nur Meister der ersten Liga, sondern auch Meister der Herzen. Weil du hast es geschafft, was alle gesagt haben, was uns wurde so oft gesagt von den Orga-Mitgliedern. Es wird nie wieder ein besseres Läuferteam siegen können. Es wird jetzt immer nur noch zwischen Chaos-Zwergen und anderen ausgemacht. Ihr seht es, was hier passiert. Wir haben ein Skaven-Team, das die Meisterkrone holen wird. Das stimmt. Drehen sich jetzt die Vorzeichen in unserer Liga rum. Und es sieht zumindest danach aus, weil, wenn ich richtig im Kopf habe, steigen auch sehr, sehr viele Agilitätsteams auf nächste Saison. Da bin ich gespannt, was daraus wird. Diese Saison war sehr interessant, weil wir hatten 5 Agi-Teams und 5 Läufer-Teams. Wir gucken gleich auch nochmal auf die Liga, wie das sich ergeben wird. 5 Becher-Teams und 5 Agi-Teams in der ersten Liga. Na, zumindest auf einen Spieler freue ich mich bereits in der ersten Liga. Ich weiß, dass sein ganzes Team zuverlässig die Spitzen an den Stiefeln poliert. Und auch, er weiß auch genau, die Spieler wissen genau,
wie man richtig zuhört. Der Treter, der tretende Meter, der Mann aus dem wunderschönen Bretonia, Chris. Es sieht so aus, dass Chris mit Breton in die erste Liga kommt. Aber in der anderen Liga wird es auch hart. Skydiver mit seinen bösartigen Vampire Diary nachempfundenen Kämpfern. Ja, das wird interessant werden. Und Pissneck ist verletzt. Eieieiei. So langsam fühlt sich die verletzten Bank. Mal ja, gucken, aber immer ob es nicht noch so rechtzeitig ist oder nicht. Weil das Spiel ist hochspannend. Auf jeden Fall, guck mal. Der Ball liegt sicher hinten. Der Feind hat nicht mehr so viele Spieler. Er kann das hier eigentlich gut dominieren. Das könnte noch ein Unentschieden werden. Und jetzt wird der nächste auf die Hörner genommen. Schneeglöckchen. Jetzt fragen sich bestimmt ein paar Zuschauer, sag mal, warum habst du so einen blöden blauen Schleier hier? Das habt ihr beim Anschluss-Event gesehen. Das ist die Wetterkuppel. Man kann sie leider nicht ausschalten, aber die Wetterkuppel hilft einem, dass halt keine schlechten Wetterereignisse passieren. Und das ist für Camry-Teams, aber auch für Nurgle-Teams äußerst wichtig. Manchmal überlegen auch Zwergencoaches es zu nehmen. Habe ich das richtig erklärt, lieber Arzent? Ja, definitiv. Dadurch kommen Ereignisse wie zu helle Sonnenstrahlen oder hier grüne Hitze und sowas. Und Blizzard. Einfach nicht auf. Blizzard, Regen tritt nicht auf. Also sehr, sehr viele Wettereignisse werden einfach komplett annihiliert, was ziemlich stark sein kann, da es von denen meines Wissens nach 4 Stück gibt. Ja. Aber du siehst jetzt, wie weit sich hier diese Skaven bewegen können. Und die ignorieren die gesamte Line des Nurgle-Teams. Ja, und der Nurgle-Spieler hat ein ernsthaftes Problem jetzt. Denn wie will er die schnellen Gossenläufer da wegkriegen? Naja, indem die Gossenläufer sich selber umbringen. Nun gut, was haben wir jetzt für einen Zug? Wir haben jetzt, er muss jetzt hinten den freikriegen. Das bedeutet, er muss entweder den Blitz mit dem machen oder er blitzt mit dem Rotter, der da hinten noch steht. Seinen Jungen frei. Das verstehe ich jetzt nicht, warum da unten erst einmal geräumt wird. Ich bin ehrlich, das verstehe ich auch nicht, denn das sind eher die unwichtigeren Sachen und da verbrät er wieder eine Reroll. Den er vielleicht oben brauchen könnte, man wird es noch sehen. Ja. Profi, seht ihr da, so gut ist Profi. Da braucht man aber auch ein Double für, um Profi zu skillen. Ja, damit hat er aber auch nur einen. Achso. Nee, er geht daran, das schieben wir das Beste. Eieieiei. Ach gut, dann hat er die zwei unter Kontrolle. Ja, jetzt ist aber die Gefahr hinten, ne? Das ist einfach jetzt. Und er zieht ihn weg. Er zieht ihn vom Gossenläufer weg. Oh, das ist hart. Er will alles unter Kontrolle stellen. Du siehst jetzt, an jedem steht jemand dran. Und das klappt nämlich nicht. Und das ist dein Fehler gewesen. Nein! Tot. Eieieiei. Ja gut, er war noch ein junger Mann, aber... Der hatte nur SSD. Und er regeneriert nicht. Das ist dann auch peinlich. Ne? Jeder kann eigentlich 50-50, dass er regeneriert. Ja, liebe Zuschauer, da wird sich Oma Gobbo doch total freuen. Ja, wir haben Pestigon. Aber guck mal, er schafft den Ball nicht aufzuheben. Und jetzt hat Soren doch noch eine Chance, was zu erreichen. Aber nur noch 3 Runden. Also er muss schon mit Fassspiel und allem drum und dran agieren. Ja, lieber Soron, jetzt wollen wir noch was sehen. Ihr seht, wie hier weggeräumt wird. Und Butterblume ist verletzt. Meine Güte. Hier. Und wieder keine langfristige. Wieder nichts Schlimmes. Also das sieht man hier auf der Bank. Ihr seht, wir haben 5 Verletzte auf der anderen Seite. Ich kenne da so einen Coach, der jetzt Waldelfen spielt, der wäre total durchgerastet bei 5 Verletzten. Nun, dieser Coach hätte aber keine 5 Verletzten, sondern 3 Tote und 3 Verletzte. Das stimmt auch wieder. So, und jetzt wird natürlich der Pesti hier auch hinten sicher noch nach hinten zurückgezogen. Ja, da fehlt der Pesti definitiv Tackle.
Na gut. Komm, wenn die Bessie jetzt noch Tackle hat, ja, dann willst du gegen den nicht mehr spielen. Aber lieber Azent, wenn Suron absteigt und du aufsteigst, dann kannst du ja gegen ihn antreten. Mit deinen Waldelfen. Du wolltest doch immer schon mal gegen Suron spielen. Komm. Oh Mann, ja, und schon wieder einer hingefallen. Eieieiei. Also, läuferig ist heute nicht so viel drin. Und ausweichen. Ball nehmen. Oh mein Gott. Wird es der Touchdown? Wird es der Touchdown? Touchdown! 2-0! Meistertitel ist geschrieben. Der Meister ist da. Wir haben einen Rattenmeister am Spieltag 7. Gratuliere von der Orga, gratuliere von uns allen. Das ist, hätte ich nicht erwartet, dass eine Ratte sich durchsetzt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch, Sandmännchen, du alte Ratte. Super Spiel. Ich denke, das wird euch Zuschauern auch gefallen. Ja, sicherlich jetzt fragen die Zuschauer, warum. Es sind doch noch 2 Runden, aber ja, die schnellsten Spieler in Suarons Team gerade mal 6 Felder weit laufen können. Es geht auch nicht. Das, ich glaube, selbstrechnerisch wäre es gar nicht. Selbst mit 2, wenn er jetzt es schaffen würde und einen Zusatzzug kriegt. Wäre es nicht möglich. Mit seinem Team also ist es nicht. Also nicht 2 Touchdowns zu machen. Nein. Und deswegen ist die Sache entschieden. Und deswegen stellt sich die Ratte auch ganz gemein nach hinten. So. Du hättest ihm jetzt wenigstens nochmal vergissmal nicht nach vorne stellen können. Als Zeichen oder kriechenden Hahnenfuß. Aber ihr seht, was hier hinten ist, ne? Gänseblümchen. Gewöhnliches Ferkelkraut. Und das sind alles solche Monster. Die gesamte Line da hinten, die 4 sind alles die Monster. Und vorne stehen die Jungs mit 5 SSP. Was mich natürlich jetzt interessiert, so kurz vorm Schluss, ob Suaron den Traditionen und alten Geflogenheiten der ersten Liga folgen wird und nochmal einen Ehrenfoul macht. Genau, in der 16. Runde einen zu Tode foult. Mal gucken, was passiert. Wir gucken es uns an. Naja, dafür müsst ihr aber auch einen legen, oder? Ja, das kriegt er schon hin. Da bin ich zuversichtlich, dass er schafft. Guck mal, und jetzt wird nach hinten die Pestis rennen durch. Sie wollen natürlich jetzt noch was Gefährliches machen. Einen wertvollen Spieler treffen. Vielleicht auch noch den Touchdown erzielen. Beide Pestis sind in Touchdown-Reichweite. Jetzt muss der Ball aufgehoben werden. Und dann muss er entweder nach vorne gebracht werden oder am Ende geworfen werden. Er hat den Ball. Das ist schon mal die halbe Miete. Jetzt kommt eine Ballübergabe. Nein, kommt keine. Nee, er verzichtet. Gut, dann wird er mit Wurf spielen. Wenn nicht jetzt beide... Er kann ja nicht beide rausnehmen. Aber du siehst jetzt, Blitz in die Mitte, 3 Würfelblock und 2 Stück liegen. Ja, definitiv. So, und der 16. Zug für die Ratten. Einer geht an ihn ran. Einer blitzt den an der Seite. Reroll. Hatte ja noch einen. Hätte ich da auch genutzt. Einer wird nicht dran gestellt. Jetzt siehst du ja sicher zur Seite ab. Du siehst, all die ihm sehr wichtig sind, gehen rüber, ne? Er sichert seine wertvollen Spieler. Tentakel. Wirkt nicht. Und die beiden anderen lässt er liegen. Und jetzt siehst du, ein Blitz wird jetzt gemacht. Haufen wertvollen Spieler. Double Dribble Skull. Oh, Dribble Skull, was ist das? Ja, das ist, er hat ja heute schon Double Skull hinter Double Skull hinter. Es ist, eieieiei. Und da fällt er hin. Und der Reroll war weg. Und da ist vorbei. Und so ist es vorbei. Wir sehen noch die Auswertung, liebe Zuschauer. Ihr seht 2 Touchdowns bei der Blumen Group, 8 Rüstungsbrecher, während wir bei den Krebsgeschwadern einen Todesfall hatten, 23 Rüstungsbrecher und einen Platzverweis. Wir gehen mal auf die SSP, die verdient worden sind. Es sind 13 auf der einen Seite verdient worden und 13 auf der anderen Seite. Nee, Quatsch. Da habe ich doof gerechnet. 15 auf der anderen Seite. 15, ja. Also mehr SSP auf Seiten der Verlierermannschaft. Die Würfelwürfe interessieren uns ja immer am meisten. Tentakel hat sehr, sehr gut geprockt. Abstößendes Äußeres hat immer geprockt.
Also, da sind die Sachen eigentlich gut gelaufen für das Ja, Krebs. nichtsdestotrotz waren die, glaube ich, normal, die Würfel. Bei Fangen, gut, das liegt an dem störenden Wesen, wo Fangen einfach sehr häufig nicht funktioniert Ja hat. gut, aber dafür ist ja auch das störende Wesen da als Ja, Sonderfähigkeit. richtig. Also noch einmal, liebes Sandmännchen, herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg in deiner Liga. Alles, alles Gute und eine super schöne nächste Saison mit derselben Mannschaft. Ich Ja. zeige euch mal, warum wir das sagen. Weil hier Lost in Damage Resurrection 0-0 gespielt hat. Gestern schon, am 7. Das bedeutet, nach der Liste ist da oben zwischen Sandmännchen und Wolf Dislike nichts mehr machbar. Wolf Dislike hat noch ein Spiel, kann also maximal 6 Siege erringen, kommt nicht mehr ran, kann aber noch vom zweiten Platz weggeschlagen werden von Adrian, der ja noch beide Spiele offen hat. Das bedeutet, da ist noch ein möglicher Kampf um Platz 2 in der Liga. Die Golden Lizard Grads von Murgor können noch ihren Klassenerhalt schaffen. Tja. Und alle anderen müssen noch zittern. Selbst Tyranny könnte ja noch mit 2 Siegen, die er jetzt in den beiden Spielen macht, an Suaron vorbeiziehen und dann nicht absteigen. Also an Ja, es ist Leonidas auf jeden vorbeiziehen. Fall ein spannender Kampf, Der bei dem Abstiegskampf. viele entweder, also bei dem viele den kürzeren ziehen können. Also absteigen kann in dieser Liga, was super interessant ist, noch jeder mit Ausnahme Adrian und Wolf Dislike und natürlich der Meister. Es sind zwar variable Fälle, dafür müssen die Leute dann auch alle Spiele jetzt verlieren, aber ihr seht, die erste Liga ist noch super interessant. Und was Arzen euch natürlich auch eben richtig gesagt hat, ich zeige euch jetzt mal, wir sind jetzt hier in dem Tool für unsere Spielleiter. Und ihr seht jetzt, wenn ich jetzt hier mal drauf gehe, Chris hat 7 Siege gemacht. Chris ist, du siehst jetzt hier, er hat im letzten Spiel gegen Ostugas gespielt. Ostugas ist hier unten. Die beiden anderen können jetzt nur noch mit ihm gleichziehen wieder. Legion und Stor. Legion nur, wenn Chris jetzt das nächste Spiel verliert. Also es das bedeutet, dass bei Chris, den Bretonen, eigentlich der Aufstieg sehr, sehr sicher ist. Ebenso könnte Stor und Legion noch aufsteigen. Des Weiteren haben wir in der anderen Liga, natürlich in der 2B, auch ein paar schöne Sachen. Da haben wir hier ein krankes Spiel gehabt, ein 6 zu 2 Spiel. Emmentaler Gossenrenner gegen 11 Bonjour. Und die Down Under Boys haben mal verloren. Das ist selten für sie. 0 zu 2. Was aber auch wieder macht, dass der Onkel Skydiver mit einem einzigen Sieg, wenn er diesen Spieltag gewinnt, seinen Aufstieg sicher macht. Und ihr seht, so sieht es in den Ligen aus. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir hören uns das nächste Mal. Euer Zartuna. Und euer Arzent.